Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, eine Mission haben wir aktuell noch offen. Es geht da irgendwie um die Grace. Ja, ja, Sean, mit mir redet doch Bill. Natürlich habe ich Pomade. Excuse me? Was willst du damit? Hair pomade. Ja, habe ich. No. Doch, habe ich. Well, if you happen to find some. Sure, I'll buy you some hair pomade. Hab ich doch. Hier, bitteschön. Gegenstand geben. Is that a hair pomade you wanted? Well, look at that. Ja, danach wirst du gut aussehen. I reckon we should both just forget this ever happened. Arthur, stell dich nicht so männlich an. Die hast du selber bei Gelegenheit verwendet. Jetzt nicht mit der Frisur, weil das furchtbar aussieht, aber bei der Kurzhaarfrisur kommt das ganz gut. Ja, ganz schön neblig gerade. Ja, ja, bis zum Morgen schlafen, das schalt mal die Klappe. Gute Nacht, Dutch. Ich leg mich jetzt hin. Kann ich mir noch in Schlaf labern. Machst du ja sonst auch. Tja. Ich hoffe, wenn ich aufwache, liegt er nicht unbedingt neben mir. Das wird seiner Beziehung da im Nachbarzelt nicht gerade helfen. Jeden Tag streiten. Oh, ich könnte mich umziehen. Warum nicht so viele Verbrechen jetzt begangen? Outfits. Revolverheld. Wesley. Grobian. Hat mal lang nicht. Na, ich muss auch unbedingt zum Friseur. Ich nehme mal Kavalier. Wunderbar. Und ich brauche einen größeren Hut. Da steigt mein Ansehen ungemein. Können wir irgendwas im Camp gerade machen, um die Ehre zu steigern? Das wäre auch nicht schlecht. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Na gut. Dann gehen wir mal zur Mission mit den Grace. Bin gespannt, was das war. Glaubt, das war nur ein Liebesbrief übergeben. Ist eventuell spannender, als ich das gerade angehört hat. Wir müssen uns nämlich reinschleichen. Etwas, worin ich eigentlich immer sehr schlecht bin. Aber in dem Spiel geht's. Die zeigen ja exakt die Blickrichtung von meinen Gegnern. Das hilft ungemein. Da gibt's Truthähne. Die habe ich auch noch nicht gescannt. Ich scanne einfach zu wenig. Hinterher! So. Östlicher Wildruhenhahn. Truthahn. Truthahn. Mensch, meine Zunge ist immer noch nicht verheilt. Mensch, die Piccolini waren echt ofenwarm. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich nehme mal hier irgendwas zum Untersuchen raus. Bleib mal stehen. Ich muss mein Kompendium aktualisieren. Ah, scheiße. Na, die kann ich zumindest untersuchen. Weißwedelhirsch hatte ich noch nicht gescannt auf die Art. Das gibt's ja nicht. Weil ich alles vergesse. Ein Glück ist mein Kopf angewachsen. Hi. Was gibt's? Please, friend. You gotta help me out here. Natürlich. Ich nehme aber die Shotgun. Vielleicht auch nicht. A Double Action Revolver Schofield. Come on, please. There you go. Thank God. Oh, gern geschehen. I hear that noise for so long. Yeah, I bet. I wish I could give you some money or well, you know, I might have something of interest. Was ist denn interessant? On about this little homestead owned by some lonely drunk. Yeah, it keeps a lot of money stacked away. Dead south of Rhodes, on the river. You sure I'm the right person for this sort of information? I ain't saying nothing. Do with it what you will. Oh, das werde ich, das werde ich. Dankeschön. Und unsere Ehre ist nach oben gegangen. Weil wir einem geflohenen Sträfling geholfen haben. Ach, wir sind so ehrerbürtig. So, habe ich die schon gescannt? Ach, das ist einfach ein Weißwedelhirsch. Okay. Ah, weißt du Bescheid. Irgendwie sehen alle Hirsche für mich relativ ähnlich aus. So Kleinvieh haben wir kaum gescannt, ja. Ich weiß, Eselhasen war schon ab und zu. Hey, da reitet einer richtig schnell. Wieso hat das denn so eilig? Oder ist das mein Sträfling?
Du bist ja nee, nicht mein Sträfling. Das ist Sean, oder? Hat zumindest so einen Rotschopf gehabt. Vielleicht bist du. Bist du auch ein Eselhase? Bleib stehen. Bleib stehen. Ah, okay. War ein Eselhase. Scheint hier die verbreitete Hasenart zu sein. Warum auch immer. Soll ich vielleicht auch mal einen Tick langsamer reiten? Sonst läuft ja alles vor mir weg und ich sehe es auch erst nur, wenn es im kompletten Sprint ist. Da war zum Beispiel ein Hase. Der hat sich schon wieder verdünnisiert. Obwohl ich in meiner Herausforderung gesehen habe, wir brauchen 3 perfekte Hasenfälle als erstes. Da ist ein Wasserloch. Oh, das war, glaube ich, kein großes. Wir schauen noch kurz, ob das da hinten ein Hirsch ist oder nicht. Ja, wahrscheinlich. Da steht Untersuchen dran. Bleib stehen. Ah. Scheibenhonig. Scheibenkleister. Das ist da hinten ein Schwein. Das ist ein Ochse. Ein Angus-Ochse. Wieso bleibt ihr nie stehen? Was macht eigentlich der Ochse da allein draußen so? Kommt in meine Richtung, lasst euch scannen. Da, da, den habe ich noch nicht. Bleib stehen. Yay. Aha, Weißwedel, Hirschbock. Da liegt also der Unterschied. Im Geweih und im Penis. So, hier war ein Ochse. Also nicht nur ich, sondern ein wahrhaftiger Ochse. Den, obwohl er so fett ist, habe ich den aus den Augen verloren. Das gibt's doch gar nicht. Da hinten reitet auch jemand geschwind. Da ist der Ochse. Mach ich den Farmer noch drauf? Ansonsten kümmern wir uns bis... Achso, nee, wir haben volles Fleisch. So. Da lohnt sich's nicht, den zu erschießen im Moment. Aber wir haben ihn zumindest gescannt. Und das freut mich. Hui. So. Ich habe mir auch die nächste Pferdeherausforderung gemerkt. Wir müssen ein Opfer einen Kilometer hinter uns herziehen. Oder 3300 Fuß. Irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Irgendwie komisches Format. Bist du tot? Du bist nicht tot. Mensch, was ist denn los mit euch? Ich würde nur kurz zum Hehler hier gehen. Mensch, das Leben hat mit euch aber nichts Gutes angefangen. Neuer Hund. Was bist du für ein Hund? Bulldogge? Nö. Katahula Kör. Ist aber ein schöner Junge. Sah ein bisschen bulldoggiger aus, aber die sind ja ein bisschen muskulöser. Bisschen anders sehen die schon aus. Oder komplett anders. Natürlich, natürlich. Verkaufen. Ich habe so viel eingesammelt. Nicht neu. Was haben wir? Kaffee sollten wir auch machen. Alle verkaufen. Mensch, der labert aber auch für sein Leben gern. Ja, ja. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ah, der nimmt sogar die Ohrringe. Den Stift behalte ich immer noch. So, die Firma dankt und jetzt kaufe ich noch ein... Kann kein Dynamit kaufen? Weil ich voll bin? Wie ist das passiert? Starke Schlangenöl, Masken, habe ich doch schon alles. Broschüre für Pferdenahrung, das kommt auch ohne Dreh klar. Spezialarznei, nö danke. Haben ja alles zu teuer. Komm her, mein Goal. Joa, da wie er es zurecht. Ist es Kautabak? Ah, den klaue ich jetzt mal nicht. Premium-Zigaretten hätte ich geklaut. So. Okay, girl. Da hat man noch einen Hund, da hat man. Ferdinand! Sehen wir dich auch wieder. Ja. Da haben wir dich geparkt. Was ist das? Das ist eine Katze. Ich mag Katzen so sehr. Genauso gern wie Hunde. Ja, ja, Prediger. Ja, bist du eine schöne Katze. Hauskatze bist du, denn komm mit mir nach Hause. Und wieso kann ich die nicht streicheln? Oh, ist das eine...
Ist das ein tolles Tier? Ich brauche auch unbedingt ein Haustier. Bisschen was anderes zusätzlich zu meinen Hasen, nicht stattdessen. Aber die Kaninchen, da sie eben zu zweit gehalten werden, werden nicht so wirklich anhänglich. Was haben wir hier? Entspannst du auch an dem Baum? Howdy. Oh, I know horses, friend, and that's a fine one. Ja, ja, das ist ein gutes Horse. Ein Galgen wieder. Da will ich aber nicht enden. Zumindest nicht in dieser Episode. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So. Dann irgendwo da hinten. In nicht allzu großer Ferne. Hui. Ich glaube, ich muss auch 3 Stadtbewohner ausrauben. Auf zurück nach Valentine, aber erst nach der nächsten Mission. Hui. Ja, die haben sicher nichts dagegen, wenn ich hier durch ihre Felder reite. Hi Jungs. What do you want, boy? This here the Gray Plantation? Yep. Sheriff's orders. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Ja, schon mal betrunken. Bin ich auch gar nicht. Ah, schönes Anwesen habt ihr hier. Könnt mir vorstellen, auf so einen zu leben. Natürlich ohne Sklaven. Und mit meinen Freunden. Warum nicht? Jo, also ich kann weiter rumreiten. Muss nicht ins Haus anscheinend. Vielleicht ja doch. Muss ich jemanden fragen? Vielleicht hätte ich den Wiesenmann fragen sollen. Man muss doch absteigen. Vom Pferd aus kann ich keine Befragung durchführen. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Nee, du kriegst die Blätter gar nicht ab. Also du solltest dir eine neue Besentechnik zulegen. Na gut. Let's go, girl. Mensch, haben die hier ein tolles Anwesen. Direkt neben dem Sumpf, so wie das aussieht. Ja. Mit den Alligatoren komme ich nicht klar. Hatten zu viele Meinungsverschiedenheiten. Jo, bist du der Geschichtslehrer? Hi. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. Du bist entschuldigt. Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Mm. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff. Yeah, das wird dann schwieriger. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. Das klingt gut. We Greys, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case, I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter. Natürlich. And this bracelet, please. Kannst du es ihr nicht per Post schicken? Also ich bin ja die Post in dem Fall. They're worse with strangers than ours are. Wo ist mein mir angetrautes Pferd? Da so hinten. And good luck. Ja, ja, du mich auch. Kauf die Bezahlung, stimmt. Hab letztes Mal zu wenig Geld bekommen.
Zwar reichlich, aber auch reichlich zu wenig. Come on, girl. So, Ferdinand, du bleibst hier. Stay, girl. I should really appreciate you taking those to her. Ja, ja, mach ich doch. So, Ferdinand hat einen schönen Hof gefunden. Wird hoffentlich nicht zu Salami verarbeitet. Ja, ja. Mensch, die Wachen sind in dem Spiel immer ein bisschen... Weiß ich nicht. Als ob sie einen Mikropenis hätten. Obwohl, mir geht's ja nicht anders und ich bin nicht so scheiß unfreundlich. Ja, vielleicht ein bisschen größer als Mikropenis. So ein Uschi, sag ich euch. Irgendwann mache ich einen Onlyfans, um Geld zu verdienen. Könnt ihr ihn euch selbst ansehen. Na, dann müsst ihr schon viel zahlen. So billig bin ich denn noch nicht zu haben. So verzweifelt bin ich leider nicht. Oder gut aussehen, dass ich damit gleich Geld machen könnte. So, weiter im Red Dead Redemption Text. Genug über Schniedel gesprochen für heute. Sind da Traumfänger dran? Oh, nee. Nee, nee, nee. Und die Tabakpflanzen hier kann ich nicht ernten. Das ist ein bisschen unfair, oder? Da ist eine Kuh. Fernglas. Das wird eine Kuh-Watcher-Episode. So fühle ich mich gerade jedes Mal auch, wenn ich... Ach, das ist nur ein Angus-Ochse wieder. Wie viel haben die denn von denen? Bin ich im Kreis gelaufen? Da hinten ist es doch. Servus. Vor unserer Wohnung sind gerade auch in so einem kleinen Naturschutz, nicht unbedingt Gebiet, aber... Oh. Entschuldigung, Zaun bezahle ich später. Sind gerade auch Kühe auf einer Wiese. Was willst du von mir? Yeah, you're all right, girl. Ja, das Mädchen ist in Ordnung. So, ich muss irgendwie dahin. Kann mein Pferd die Distanz schwimmen? Vielleicht hätte ich ein Boot nehmen sollen. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Muss nur da hinten hinkommen. Ich glaube, der Typ beobachtet mich ein bisschen argwöhnisch. Ist doch alles gut. Nicht hergucken. Und für mein Pferd nur zu Wasser. Das ist ein Seepferdchen. Ist ja alles gut. Oh, normalerweise hatte ich mehr Probleme mit der Mission. Ich kann ja einfach mit dem Pferd schwimmen. Wer hätte das gedacht? Ich bin beeindruckt. Ja, du hast noch genug Ausdauer. Sieh mal einer an. Dann sollten wir einfach hier hoch. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Jo, das hat überraschend gut geklappt. Na, freut mich jetzt. Penelope. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. Ganz schön viele Fliegen und Schnaken hier. And? Aber richtig hübsch ist sie. A gift. Der kleine Gray hat Geschmack. We don't even know each other. Well, it's not from me, it's from... From Bo. Genau, von Bo. Bo. He is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages or... Der wilde Westen ist doch viel besser. Cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Oh Gott, das will doch keiner. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. Ja, sag ich doch. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That's pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say except I hope they all rot. I don't. Well. Oh, keine Sorge, das kriegt man hin. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Natürlich. Ciao, Kakao. Pferd, ich hoffe, du hast dich gut erholt. Wir gehen schwimmen.
Weil es ist die nächstgelegene Insel. Da hinten irgendwas. Ui, das war tiefer. Na, jetzt bin ich endlich mal wieder sauber. Sogar hinter den Ohren. War echt dreckig. So dangerous. Ich wusste gar nicht, dass das so gut im Wasser treten ist, das Pferd. Kann das auch kraulen? Ich glaube nicht. Ich glaube, anatomisch wäre das eine Herausforderung. Und die Frage stellen kann man ja mal. So, ich schätze, wenn wir hier an Land gehen, können wir einfach nach links galoppeln. Dann hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und mein Pferd ist nicht wieder an der Ausdauergrenze. So. Oh, da hat's Wildgänse. Hey! Nur Bronze, was habe ich falsch gemacht? Alles wahrscheinlich wieder. Schließe die Mission innerhalb von 3 Minuten ab. Leck mich. Erreiche Penelope, ohne entdeckt zu werden. Das habe ich geschafft. Das Spiel hat sich nicht beschwert. Ja, scheiß drauf. So, die haben wir gescannt. Wildgänse. Oder was das auch sind. Mensch, muss ich eine erschießen, damit ich weiß, was das ist. Die Bär aus dem Storch? Da brat mir doch einen Storch. So treffe ich die aber auf keinen Fall. So, unser Camp ist auf jeden Fall voraus. Die Mission liegt aber hinter uns. Trotzdem gern so ein Storch. Da ist einer. Erwisch ihn, Arthur. Nashorn Pelikan. Ja, da brat mir einen Pelikan. Haben wir auch mal einen von dieser Sorte gefunden. So, gibt's hier noch irgendwas, was gescannt werden möchte? Seid ihr alles Pelikane? Ich mag das Wildleben hier. Ihr seid Vögel, okay. Aber was für Vögel? Offenbart euch! Kommt zu mir. Put, put, put. Wie in die Gegenrichtung. Ah, das ist doch nicht fair. Da ist vielleicht einer. Ja! Kanada-Reiher, hab ich doch gesagt. Ihr redet hier die ganze Zeit von Störchen. Ihr habt keine Ahnung. So, da ist unser Camp. Da ist ein Baum, da ist ein Baum. Ja? Arthur? Wer hat Arthur gerufen? Hallo? Haben wir doch nicht eingebildet. Dann schwimm mal rüber. Ja. Ist eh gut, mal ein bisschen längeren Kontakt mit Wasser zu haben. So viel hatten wir das bis jetzt noch nicht. Wird auch gern mal die Felle von meinem Arsch loswerden, aber verkaufen ist halt so... Das Pferd hat keine Ausdauer mehr. Was ist mit deinem Kern passiert? Stirb nicht weg. Komm schon. Don't give up on me, girl. Komm, du hast es fast geschafft. Oh, du hast es geschafft. Aber gerade so. Was ist denn los mit dir? Zu viel Wasser ist doch schädlich. Oh, Haferplätzchen hatte ich wieder auf die Beine gebracht. Wieso habe ich eigentlich für viel Geld hier ein Boot gekauft? Ja, ich fancy hier meinen Sheriffstern. Da ist Sean. Und hier ist ein Haferplätzchen. Hier gibt's doch überall Boote. Und da steht sogar noch was drin. So, wir schauen uns das mal an. Arthur. Gereifter Piratenrum. Ich glaube, der ist sogar ganz gut. Mein Pferd wird mir immer noch angezeigt. Bin doch gar nicht mehr zu Pferde. Ich schnall dich jetzt mal an. So. Jetzt hat sich das Spiel wieder eingekriegt. Bin nicht auf dem Pferd. Ich wollte doch mich nur besaufen. Und zwar mit dem Piraten rum. Der müsste ja irgendwo hier sein. Rama füllt Kerne von Ausdauer immer her damit. Lecker Schmecker, brennt das im Hals, oh mein Gott. So, wo ist Piraten rum? Premium-Zigaretten, immer hinterher. Müssen ja neue Schachteln wieder aufnehmen können. Immer gegen die eigene Gesundheit wirtschaften. Irgendwie muss man sich die Zeit im Wilden Westen ja vertreiben.
Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. So normale Zigaretten interessieren mich nicht. Bohnen, Kekse, Brotkanten. Vielleicht für Enten oder so. Wo ist denn Ginseng Wundertonikum Schwarzgebrannter? Stellt deine Gesundheit komplett wieder her und verstärkt sie ein wenig. Dauerhaft? Ja, damit. Vielleicht nicht dauerhaft. Schwarzgebrannter schmeckt anscheinend scheiße. So, was haben wir noch? Arznei. Ginseng, Wundertonikum. Nochmal schwarzgebrannter. Arznei. Okay, da oben nicht. Magenbitter. Piratenrum. Gib dir nach Konsum Ausdauererfahrung her damit. Yum. Das ist gut für meine Ausdauer. Gleich noch ein... Wir besaufen uns jetzt komplett. Ich habe anscheinend 4 insgesamt aufgesammelt. Zum Glück gibt es in dem Spiel keine Alkoholvergiftung. Nur ein bisschen. Jungs, Kinder, Mädels, alle, die zusehen, trinkt auf keinen Fall 4 Flaschen Piratenrum daheim auf Ex. Das ist nicht gut für euch. So, und geht danach vor allem nicht schwimmen. Trinkt vielleicht einen Kaffee. Boah. Arthur, du hast aber nicht viel Schwimmausdauer, muss ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass du deinen Kopf ein bisschen mehr unter Wasser halten könntest. Damit auch mal der Gesichtsschmodder abgewaschen wird. Ah, ist egal. Uiuiui. Zum Glück gibt's noch kein Gesetz gegen Alkohol auf dem Pferd. Aber ich komme nicht mehr so gut drauf. Ja, Arthur, stell dich nicht an. Ich glaube, wir können die nächste Mission noch anfangen. Wieso? Das kackt halt überall. Lass es doch. So, wir können Sachen machen wie Beutel schleppen. Jungs, ich bin total dicht. Ich fass eure Säcke an und bring sie zu Pearson. Das ist gut für meine Ehre, die gerade immer weiter abrutscht. Obwohl ich mich dieser Episode nur gut verhalten habe. Dankeschön. Ich hoffe, das gibt jetzt aber einen ordentlichen Boost. Weil so oft werde ich das nicht machen. Mr. Pearson, bitteschön. Dafür genehmige ich mir aber Suppe. Wo ist die Suppe? Ah, noch nicht fertig, scheiße. Und ich bin wieder nüchtern. Ein Wassereimer. Natürlich gehe ich zum Wasser und fülle den auf, was denn auch sonst. Oh, da hat jemand Hase mitgebracht. So, schnell. Was ist denn das? Seit wann ist ein Hund im Camp? Wer bist du und wem gehörst du? Kane? Wieso haben wir einen Kane? Ah! Noch nie gesehen. Wunderbar, du bist unser Hund. Oh, bist du ein schönes Tier. Ein guter Junge oder ein gutes Mädchen. Keine Ahnung. You okay, boy? Ja, so ein guter Junge. Ja. Ja, wunderbar. Das ist cool. Es war nicht ganz cool, dass Dutch ihn einfach ohne mich zu fragen benannt hat. Und dann auch noch Kane, also Kain von Kain und Abel. Na, trotzdem. Auf der wird sein Bruder nicht erstechen. Oder Missgabel erschlagen. Aus Neid. Oder hat Abel keiner... Nee, Kane war der. Kain war kein guter Mensch. Ungefähr habe ich das noch so aus meiner Bibelstunde in Erinnerung. Die liegt jetzt aber eine ordentliche Zeit zurück. Zählen Muscheln oder die Fliegen hier eigentlich? Du musst auffüllen, Arthur. Füll auf. Ah, da war der Trigger. Ah, ich krieg doch immer nasse Stiefel. Er wollte noch fragen, ob Muscheln und Fliegen hier auch zu den Sachen gehört, die ich scannen muss. Ja, hi, was gibt's? Ich bin gerade am Arbeiten hier an meiner Ehre.
Irgendwie habe ich selbst mir ein bisschen was verbockt. Indem ich zu viele ganz Unschuldige umgebracht habe. Das hat niemandem von denen gefallen. Ich weiß aber auch nicht, wer sich hier beschwert hat. Ich würde es wieder so machen. Ausschütten? Achso, da oben rein. Guck mal, ehrliche Arbeit für einen ehrlichen Cowboy. Und ich habe zumindest Deadeye und Ruf hinzubekommen. Aber jetzt auch nicht wirklich viel. Mach mal die nächste Mission noch, obwohl, ich glaube, Javier will mit mir angeln gehen. Wenn wir das machen, sind eh sturzbesoffen. Also ist jetzt schon besser, aber Arthur verträgt auch eine Menge. Dann können wir mit einer schönen Angelrunde aufhören und haben nächstes Mal eine passende Mission, die wir dann gleich machen werden. Was sieht das genial aus? Sieht das einfach genial aus? Arthur, lächel mal, ich brauche noch ein gutes Thumbnail. Ja, das ist viel zu dunkel. Haben die eigentlich einen Fotomodus? Ich glaube ja. Angeln. Going fishing. Sehr gut. Rivers around here? Famous for the smallmouth. Ja, da habe ich schon einige große Exemplare gefangen. You wanna join me? I can't fish with you. You're far too good. Oh, come on. Hey, join me. I'll show you a couple of my tricks. Na gut. Ich bin nur gut im Dynamitfischen. I've been wanting to try out. Glad you're so excited about this. Hier gibt's aber eher Fischgulasch. When you start pulling out smallmouth. So. Come on, girl. Will noch jemand mit? Das wäre auch mal cool. Zu zehnt angeln gehen oder so. I thought you said it wasn't far. Too far to walk, though. Yeah, come on. Ich bin doch schon neben dir. Und ich bin wieder getrocknet. Adelante. Hast du was zu mir gesagt oder mit deinem Pferd? Probably since we went looking for John on the mountain. Ja, eine Weile hier jetzt. Already seems long ago. How you feel about everything? Been a strange couple of months. That's auf jeden Fall. I can't even return to my country because the price on my head is so big. This is nothing exactly new to me. And I'll always be loyal to Dutch. He sees the world the same as I do. If we have to fight, we'll fight. If we have to run, we'll run. Fuck. If we must die, we'll die, but we'll stay free. And Dutch, you don't feel like, well, that he's doing things a little differently now? You saw what happened with that girl on the ferry. No fight, good or bad, is won without blood. I know that better than most. Warum? I think too many people are focusing on Dutch when they should be looking at themselves. What they could have done better. Maybe you're right. Besser schießen. We'll cut through to the right here. Na gut. Das ist glaube ein anderer Hase. Eselhasen waren vor uns. The other day, I rode down to the Lanahatchee River. I caught some beautiful steelhead trout. You mean the Lanahatchee River? No. The Lanahatchee. It runs right near here. Yeah, but it's pronounced Lanahatchee. Why is everything in English said differently than it's written? Make us feel stupid? Oh, you're asking the wrong feller. Schon. Okay, it's just down the hill here. Sehr gut, sehr gut. Fische muss ich doch hoffentlich nicht scannen. Das wird ein bisschen schwieriger. Gut, wenn ich sie fange, kriege ich sie ja geskinnt. Glaube ich. Wollen wir nicht bis unten reiten? Okay, come on. Was sagst du mir, warum ich runtergehe? Du bist als erstes runtergegangen. Pretty country. Das auf jeden Fall. Beautiful. Come on, let's go see what's biting. Anscheinend ganz viel. Guck mal, wie viel da blubbert. You take this spot, Arthur. I'm going to cast from over to the right there, so we're not in each other's way. Klingt gut. Angel. Was wird empfohlen als Köder? Flussbarsche, Kettenbarsche, Sonnenbarsche, mittlere Seefische, warum nicht? Obwohl, das ist. Ist schon ein See. Aber es ist nicht die See. So.
Schauen wir mal, ob was beißt. Auswahl hätten wir ja. So. Ich sehe Javier gar nicht mehr. Da hast du recht. Early morning or late evening, because that's when the insects are more likely to be out. Ja. Kann ich die jetzt nicht ein bisschen einziehen? Die üblichen Tasten funktionieren dafür nicht. We're lucky we got such nice weather. But rain can be good. Sometimes big fish. Glaub, die mögen meinen Köder nicht. Glaub, die mögen keine Würmer. Zieht mittleren und großen Seefische an. Na, das will ich doch. Und verbraucht schon mal keine Würmer. Mal schauen, ob jetzt was beißt. Komm schon. Was Fisch? Fisch doch, Arthur. Und irgendwie denke ich meinen Spielback gerade ein bisschen. Ja, Flussbarsche. Das muss jetzt aber funktionieren mit Brot. Sehr schön, Javier. Ich kann nicht mal meine Angel auswerfen. Warum? Das war doof. Mais, Käse, Wurm. Nehmen wir nochmal Wurm. Damit konnte ich es zumindest auswerfen. Ah, das ist jetzt schade. Nee, Fisch, Fisch, Fisch. So, vielleicht jetzt nochmal. Angel raus. Köder, Wurm. Fisch, 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 Fisch. Es backt gerade ein bisschen. Ja, da sind Fische im Wasser. Das ist richtig, Arthur. Okay, ich gehe nochmal jetzt zurück. Und dann nochmal in die Zone. Tab gedrückt, Objektrad. Benutze Angelroute hier. Ja, habe ich gemacht. Und X. Meine Wurftechnik lässt sich nicht aus. Wer markiert Fische? Was denn da los? Geh mal zu ihm. Hui. Mach ich gerade den Angeltrip kaputt? Ein bisschen wahrscheinlich. Und ich dachte, man könnte es hier machen. Ah, jetzt kann ich wieder zielen. Jetzt nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr. Na gut, dann würde ich sagen, ich cut die Episode hier nach dem Fischen. Kann ich einen Kontrollpunkt starten? Wäre zumindest eine Option. Kontrollpunkt neu starten. You take this spot, Arthur. I'm going to cast from over to the right. Kontrollpunkt there, so neu gestartet. Ja, ja. Vielleicht klappt's ja diesmal. So. Ja, ja, Köderrad. Und was darf ich? Schwimmer angeln, kein Köder. Ja, Wurm wieder. Wir probieren es einfach. Hoffentlich ist jetzt nur im Wasser der Wurm drin. Ah, das sieht besser aus. Das sieht wieder besser aus. Und ich kann sogar die Schnur einholen. Mensch, so ein Sprengerchen mit Dynamit wirkt Wunder. Ja, ja. Komm schon. Wir haben lecker Wurm. Beicht. Jetzt hängt's wieder. Arthur ist eingefroren. Ja, ist aber doof. Was macht der da? Okay, let's try for another. Well, I guess it's still relaxing, even if I don't catch anything. Ding ist nicht getriggert. Sort of like jetzt triggert's. Staring at komisch, the sky. Komisch. It's your bait, I think. Come use some of mine.
Oh, it's not the bait. It's me. I've always been a poor fisherman. Especially compared with you and Jose. Just try some of my... Here. Dankeschön. Crickets. Thanks. Hab doch gar keinen Witz gemacht. So, einmal zurücksetzen und jetzt tun wir die Grillen ran. Und dann tun wir die Fische grillen. So. Und ich kann wieder was machen. Wunderbar. Komm schon. Beißt. Beißt. Wunderbar. Nein, ich habe die Schnur durchgeschnitten. Wollte ich doch gar nicht. Ich hab's vermasselt. Ich hab E gedrückt. Anstatt R. Passiert dem Besten. Und mir auch. Komm schon. Aber einen Fisch will ich jetzt. Nach all den Strapazen dieser Mission. You remember that stagecoach we held up in Nevada? Yeah. It was a tip from that crooked lawman in Reno. We opened the door and it's full of women and children. Rich, but women and children. So we let it go. And read in the newspaper that the O'Driscolls robbed and killed them all the next day, further down the trail. Ooh. Yep. Chase O'Driscolls. You know, way back in the day, Home O'Driscoll and Dutch were sort of friends. Friends? Well, not friends, but they had an understanding. Then Combs' mean streak got meaner, and Dutch wanted to try to live a different way. Ice. And now, here we are. Ice. Es knabbert. Oh. Hat sich dagegen entschieden. Knabbert. Und ich hab was. So, jetzt aber einholen. Den verliere ich nicht nochmal. Oh, da ist hier ein riesiger links von mir. Komm, die nehmen wir auch noch mit. Hey. Jetzt kreuz mal aber die Routen. Das ist nicht gut beim Angeln. Boah, meiner wehrt sich aber gar nicht mehr. Er hat aufgegeben. Ah, jetzt doch nicht. Jetzt hat er nochmal gekämpft, aber ich glaube, das ist ein ganz kleiner. Ganz, ganz klein. Oh, nein. Den schmeißt man wieder rein. Obwohl, 1,9 Kilo. Pech für dich, Fisch. Pech für dich. Jo, dann nochmal bitte grillen. Oh, das klingt gut. Das klingt doch gut. So. Beiß, 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 beiß. Lecker, lecker Grille. Ja. Ja. Oh, der ist schon eher Kämpfer Natur. Zumindest. Ja, ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Uiuiui. Another one. Komm her. Come on. Oh. Ist der kleiner? Wenn ja, immer kleiner. Oh. 64 Gramm. Not bad, you see? It's the bait. It ain't just the bait. I'm gonna head back. You wanna join me or you keep trying for these bastards? Zurückreiten. I'll come. Okay, let's go. Dann gibt zumindest eine Schnellreise in Richtung Camp. Und dann sind wir ganz nah an Rhodes. Was die nächste Mission dann auch greifbar macht. Bin ich sehr dankbar für. Ach, das ist einfach herrlich, das Camp. So, und da sind wir. Ich würde aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.